Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir sind wieder da auf der Suche nach Meltan, Road to Meltan, Kapitel 6 von 9 und der Professor ist wieder da und redet mit uns. Gerade rechtzeitig, Eiwascharf. Durch sorgfältige Erforschung des Ditto, das ich ihm geschickt habe und die Informationen zu den wenigen bekannten Meltan-Begegnungen war Professor Eich in der Lage, einige weitere Geheimnisse dieses Pokémon zu lüften. Es ist durchaus möglich, dass Meltan sich aus einem Pokémon namens Melmetal gespalten hat. Über dieses Pokémon ist noch weniger bekannt als über Meltan. Noch nie zuvor haben wir ein mysteriöses Pokémon gesehen, das sich in mehrere unabhängige Pokémon teilen kann. Das erklärt, warum auf der Welt so viele als Meltan verkleidete Ditto gleichzeitig erschienen sind. So, den Rest sparen wir uns mal wieder und gucken uns natürlich an die nächsten Aufgaben. Entwickle ein Magnetilo, fange 5 Owai, kämpfe in 10 Raids. Und da gibt es 10 Hyperbälle, ein Metallmantel und eine silberne Sananabeere. Wir wollen jetzt gleich mal das Magnetilo entwickeln. Da gehen wir schnell mal hier drauf. Na, ach, hier ist doch schon eins. Ne, wir gucken trotzdem mal, ob wir das höchste finden. Magnetilo. ...1057, das sieht gut aus, das entwickeln wir jetzt einfach mal. Ihr seht unten schon, die Aufgabe ist gelöst, entwickle ein Magnetilo. Sind es also nur noch 10 Raids. Und ihr wisst ja, das müssen 10 verschiedene sein natürlich. Aber wir sind gleich verabredet um 10 Uhr zu einem Doppel-Raid, Doppel-Giratina-Penetration. Ja. 1962. Kann man lassen, kann man mitnehmen. Da ist auch noch ein Owai, das werden wir uns vielleicht noch holen. So, bevor wir aber natürlich zu dem Doppel-Raid gehen, aus dem ich jetzt einfach ein Triple-Raid gemacht habe, weil ich vorher das Flunkiefer noch mitnehme, suchen wir mal schnell das Owai. Das müsste ja hier sitzen. Bam! Dann laufen wir nicht die Treppe runter, sondern hier in die dunkelsten Ecken. In der Hoffnung, dass ich bis zu diesem Zaun da komme und es dann da sitzt. Bäm, weiter geht's nicht. Jetzt stehe ich natürlich genau hier, aber wo ist mein Owai? So, da sehen wir auch den Grund, wieso wir es von oben nicht erreicht haben. Da sitzt nämlich wieder schön mitten im Park. Fange 5 Owai. Nehmen wir das erste gleich mal mit. Nehmen wir mal einen blauen Ball, bevor wir die wieder alle wegschmeißen. Wow, und daneben. Okay. Es ist früh am Morgen, verzeiht mir, die Sonne brennt. Ne? Zack, minus 1000 Grad. Aber immer kurze Hose am Start, wenn ihr viel lauft, ihr wisst. Da ist das erste drin. Fange 5 Owai, 1 von 5, wunderbar. Jetzt müssen wir schnell hoch zum Bob, der wartet nämlich schon an den Stolpersteinen. Und dann geht's auf zum Schwimmbad, zum Stadtwappen und ja, das sind dann erstmal alle drei. Also bis gleich. Beziehungsweise ich schneide die dann einfach rein. Und wir sehen uns beim nächsten Owai wieder, falls wir noch eins finden. Und erst beim letzten Raid werdet ihr live dabei sein. Jetzt kommen wir nämlich gerade vom Triple Raid, 2 Giratina und ein Flunkiefer und gönnen uns das nächste Owai. Bam! Ganz leise sein, immer Friedhofsnähe. 945, das sieht doch gut aus. Und hier sitzen sogar 3 Stück. Oh verdammt, bleibst du drin. Der Friedhof hat auch einen neuen Stop dazu bekommen und an dem neuen Stop sitzt eins, an dem alten Stop sitzt eins, am Eingang sitzt eins. Da wird man also freundlich begrüßt, außer hinter mir mit den dämlichen Asis. Bam! Da ist nämlich das nächste und das übernächste und die holen wir uns jetzt alle so. Da haben wir das nächste, beziehungsweise sind da sogar 2 nebeneinander.
Das heißt, wir würden die Aufgabe am Friedhof sogar noch fertig machen, fertig bekommen. Wetterboost, 500 noch was. Bewerten tun wir sie jetzt erstmal nicht. Wir drücken sie einfach nur weiter. 3 von 5 sind jetzt dabei. Nehmen wir das nächste noch mit. 934. Und an einem letzten Stop das 5. Und dann ist die Aufgabe auch fertig. Wir brauchen nur noch mehr Raids. So. 4 von 5 geschafft. Wunderbar. Und hier hinten seht ihr das letzte. Das ist nämlich an dem Stop und da laufen wir dann als nächstes hin. So, und da haben wir das letzte Oweih gefunden. Aber wir das Magnetilo testen? Nein, wir drücken erstmal das Oweih an. Sonst ist es nämlich fort. Auch 807, wieder hohe WP. Batsch. Daneben nicht in den Kreis getroffen. Immer noch kein Magnetilo als Shiny bekommen, aber gut, wir haben auch noch nicht so viele gefangen. Sind eigentlich ziemlich inaktiv momentan, was das betrifft. Einfach nur zum Oweih gelaufen, App aus, 3 Stunden geschlafen, fertig. Mehr mache ich nicht, mehr muss ich nicht machen. Dann müsste die Aufgabe genau fertig sein. Fange 5 von 5, drehen trotzdem nochmal den Stop und lande 5 gute Würfe. Naja, toll. Müssen wir trotzdem schnell eins wegschmeißen. Wir hauen mal das Pikachu weg, ohne es zu bewerten. Wir haben ja einen 100er. Tippen noch das Magnetilo an. Leider nichts. Aber sehen uns dann beim letzten Raid natürlich. So, jetzt also angekommen, der letzte Raid. Wir sind bei den 9 von 10 angelangt. An der X-Raid Arena in Eisfeld, wie man sieht. Gönnen wir uns noch schnell einen Pass. Scheiße, ich muss einen Pass kaufen. Ich hoffe, ich schaff's noch. Schnell 2 Tränke weg. Wie lange ist denn noch? 40 Sekunden, na, das ist ja wieder mal knapp. Boom. Und in Eisfeld an der X-Raid Arena, wieder mal ein Friedhof. Nehmen wir noch das Electek mit, weil das ist cool, das habe ich noch nie im Raid gemacht. So, die 3 Compadres, ne? Hier sieht es eigentlich richtig nice aus, wenn man sich da mal rumdreht und so mal guckt, was da hinten alles abgeht. So, aber Konzentration auf den Raid. Dann ist Kapitel 6, müsste dann also auch schon fertig sein. Denn das ist jetzt der letzte Raid. Raid 10 von 10. Electek. Ich habe ja schon ein Glücks-Electek. Ein 100er, was ich wohl auch irgendwann dann mit dem nächsten Durchbruch wahrscheinlich entwickeln werde. Ich habe ja schon das Rihonya, das 100er Glücks-Rihonya hochgezogen und entwickelt auf Level 40 mit dem Electek. Das habe ich letztens dann auch mal hochgezogen, weil das trotzdem eine richtig coole Socke wird. Auch ein richtig guter Elektroangreifer. Kommt auch, glaube ich, über 3000 WP. Deswegen können wir ruhig hier noch ein paar Bonbons mitnehmen bei dem. Und vielleicht kriegt man ja noch einen 100er. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Eins reicht ja. So, das ist jetzt mal tot. Na, fall doch um. Ja, das fällt natürlich nicht um. Das schrumpft ja nur. Alles gut. Wir drücken das mal schnell alles durch. 15 Bälle. Bonusherausforderung. 13, 27. Hat jemand mehr? Nö. Jetzt habe ich gedacht, er muss natürlich schnell weg, aber der feine Herr mit dem roten Auto ist natürlich so krass drauf. Er fährt einfach komplett die ganze Straße rückwärts hoch und den ganzen Hügel und Berg. So wird das gemacht. 13, 27. Bester Satz. KP. Verteidigung. 15. Ele-Kit. Passend zum... Warte mal, das drehen wir mal kurz rum. Zeig ich noch mal. Das ist aber schön. Ein Ele-Kit beim Electek Raid. Das kann sein, dass es ein 98er ist, was wir da bekommen haben. Testen wir dann mal und sehen uns dann gleich noch mal. So, da sind wir noch mal zurück. Und ja, es war ein 98%iges Electek aus der X-Raid Arena in Eisfeld gefischt.
Und jetzt gehen wir rein und holen noch kurz die Belohnungen ab, weil das ist ja jetzt fertig. Ihr seht, mehr zu meltern, 6 von 9. Gibt es jeweils 3000 Erfahrungspunkte. Ein Metallmandel, 10 Hyperbälle, eine silberne Sananabeere. Oh, das steht ja auch alles da, ich muss es nicht aus dem Kopf immer sagen, ist ja alles wunderbar. Das war Kapitel 6 von 9 und wir sehen uns dann bei Kapitel 7 von 9 wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.